Hallo sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute ist der Pudel am Start in diesem Replay of the Week. Das Replay habe ich mir rausgesucht, weil, ja, den Pudel selber sieht man ja doch nicht so oft. Und auch wenn es sich hier um einen polnischen Panzer handelt, aber tief innerlich ist er ja doch ein Deutscher. Und dementsprechend ist es umso schöner, diesen zu zeigen. Und gerade auch hier, weil es einfach kein High-Tier-Gefecht ist, sondern ein 7er, 6er Gefecht und er dabei mit seinem 6er auch noch Low-Tier ist. Also ich denke, ein ganz feiner Anlass, um mal diesen Panzer wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken. Jetzt schau mal, wohin er fahren wird. Er verstoßt scheinbar gegen die inoffizielle Taktik Never Cross the Bridge, indem er rüberfährt. Wobei, aber irgendwie, keine Ahnung, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare packen. Fahrt ihr über diese Brücke oder nicht? Lebt ihr diese Regel, never cross the bridge, oder sagt ihr, die ist eh totaler Bullshit? Das würde mich mal interessieren. Also, das ist schon mal der erste Anlass, um das in die Kommentare hier zu packen. Und jetzt gucken wir mal, was der Gegner da reißt. Nicht wundern über den Farbenblindmodus, weil, wie gesagt, der ein oder andere Zuschauer, der wird sich da sicherlich drüber freuen. Und das ist der Hintergrund für das Ganze. Da hinten ist schon ein Schwede, der STRV, offen, aber noch nicht beschießbar. Und da der M6, auf den kommt er, aber er bleibt hier nicht stehen, sondern er nimmt hier in der Fahrt ihn Volley, aber geht natürlich daneben, weil in der Fahrt ist einfach nicht so einfach. Jetzt ist er auch noch offen, aber hier jetzt safe. Kriegt da ein bisschen Spotting. Der Schwede ist hier hinter dem Stein, dementsprechend kommt er da gerade nicht drauf. Aber der KV-2, da hat er Glück, den Bounster, schießt hier ungewöhnlich mit AP. Sein Glück in dem Fall. KV-2 kommt aber wieder weiter vor. Jetzt ist erstmal der Schwede rausgenommen worden. Auf den KV-2 muss er echt aufpassen. Den unterschätzt man eigentlich nicht. Also selbst wenn ich einen höheren stufigen Panzer fahre und den KV-2 sehe, dann habe ich da schon Respekt, muss ich ganz ehrlich sein. So, jetzt hat den KV-2 im Auto-Aim drin. Kurz mal eine gegeben und wieder zurückgezogen. Jetzt zielt er da auf den Turm. Seitlich natürlich gar kein Problem. KV-2 hat es geschossen und ja, da macht er jetzt den Killshot klar. Hinten noch der Pudel, der gegnerische. Da hinten, da kommt jetzt ein Cromwell durch, hat er aber gekettet und das ist auch wichtig, denn da hinten ist seine Arti, aber sehr schön mitgedacht und mitgemacht, um seine Arti zu covern und zu beschützen hier. Der 6:6, also das Gefecht selber, ist hier definitiv noch knapp, also da ist noch nichts entschieden. Ja, der T-34-85, der hat ja den Jagdpanther von seinem Team im Feuer, aber da hat er seitlich schön abstauben können. Jetzt noch der A-43, der steht hinten aber deutlich besser. Nur der Turm, der da ein bisschen rauslugt, aber den bekommt er gut. Obwohl 426 Meter Distanz hat er den ersten schön getroffen. Jetzt fährt er allerdings weiter, dementsprechend kommt er jetzt einfach nicht mehr so drauf, wie er es gern hätte. Aber da, genau, da hinten wird es nämlich nochmal höher, das heißt, jetzt ist der ganze Panzer frei, aber da ist der nächste, da ist auch noch eine Hellcat. Zündet er sofort an mit dem ersten Schuss. Und die Hellcat, die brennt weiterhin. Ja, die Hellcat ist durch. Also, Hellcat ist schon mal raus. Nur noch der
A43 da hinten. So, der A43, der ist jetzt hier so ein bisschen hinterhalb. Sein Team drückt Richtung Basis schon und er covert sie von hinten. Der Uni jetzt da in der Mitte für alle. Jetzt scheitert er ein bisschen an dem A43. Zeitlich trifft er jetzt nochmal. Jetzt hat er nur noch 261 Hitpoints. Er hat noch 724. Also hat da auf jeden Fall den Vorteil. Der Art. Oh, was kommt jetzt da noch ein Pudel? Okay, jetzt ist der Vorteil definitiv erstmal weg. Auto-Aim. Jetzt ist er auch noch gekettet. Muss da also jetzt auf jeden Fall reparieren. So, jetzt wollte der A43 ihn da umfahren. Aber jetzt ist er erstmal weg. Jetzt kommt der Pudel auch noch rum. Der Pudel trifft seine Kette. Jetzt schnell auf den Pudel schießen. Pudel probiert es mit einem Ram. Ja, das hat dem Pudel vielleicht eher geschadet. Seine Kanone ist beschädigt. Aber mit dem nächsten Schuss sollte er den rausnehmen können und macht es auch. Fünfter Kill. Puh. Und damit 11 zu 11. Gegner hat noch zwei Artis am Start. Da muss er auf jeden Fall aufpassen. Deswegen bleibt er, glaube ich, jetzt hier ein bisschen länger stehen. Genau, weil die Artis schon auf ihn draufhalten. Der Oni da hinten, da hat er das Heck von dem und hat 1200 Hitpoints zum Wegknabbern. Und jetzt denkt sich der Oni, glaube ich, langsam auch so, oh nee, ist mir zu doof hier. Deswegen haue ich da jetzt mal ab. Jetzt hat er ihn gekettet. Sehr schön, er hat natürlich einen sehr schnellen Reload, dementsprechend kommt er da jetzt immer gut drauf. Oh, zündet ihn da auch noch an. Kein automatischer Feuerlöscher, scheinbar gar kein Feuerlöscher. Oh, da melkt er sie Damage Pinata. Da macht er sie richtig weg. Noch einen für den Kill. Ja, und der hat funktioniert. Damit ein 3 gegen 1. Jetzt interessiert ihn natürlich, wie viel der Challenger an Hitpoints noch hat, um so ein bisschen zu überlegen und zu taktieren, wie er es jetzt am besten anstellen kann. Und noch mit 50% ist er scheinbar noch ganz gut im Saft stehend. Jetzt mit 2 Minuten wird es natürlich eng, denn er ist hier in der angreifenden Position. Er muss hier das Spiel machen. Warten kann er nicht, aber jetzt ist hier die Arti offen. Arti ist natürlich recht blind, dementsprechend kann er da jetzt nochmal ein bisschen zurückfahren, ohne dass er aufgeht. Aber die Arti hat natürlich gesehen, woher der Schuss kommt. Dementsprechend zieht sie sich sofort zurück und Crusader ist natürlich im Rückwärtsgang ja da sehr flink. Artim haut da ab. Es ist noch 1 Minute und 8 Sekunden. Also, das wird jetzt unfassbar knapp. Der sitzt schon mal. Der nächste Schuss muss auch noch sitzen. Er darf sich das nicht zu knapp machen. Oh, jetzt verschießt er den auch noch. Jetzt ist die Arti weg. 55 Sekunden. Jetzt muss er auf ein bisschen auf die Dummheit des Gegnerteams hoffen. Und dass die sich denken, ja, kill all. Das passt schon. Weil in 45 Sekunden noch 2 Panzer rauszunehmen, die er noch nicht mal gesehen hat, es ist eine Aufgabe. Oder
halt am Ende das Spiel doch noch verlieren. Denn Draw, glaube ich, wird keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, hier geht es wirklich nur noch um Sieg oder Niederlage. Wenn der Gegner clever ist, dann würde der jetzt einfach abhauen und den Sieg ganz entspannt nach Hause fahren. So, der Challenger, der hat doch noch 90 Hitpoints. Der haut schon ab. Komm, Junge, der muss treffen. Nein. Aber der Challenger, der gibt ihm nochmal die Chance. 10 Sekunden. 10 Sekunden jetzt für die Arti. Erster sitzt. Zweiter sitzt auch. 3 Sekunden. Und der macht ihn mit der letzten Sekunde. Hol er ihn noch her. Wahnsinns-Finish. Ja, 9 Kills, 4690 Damage und das Sensationsfinale hat er perfekt gemacht. Ich finde, das war ein geiles Replay of the Week. Das Finish war sensationell und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend wünsche ich euch geile Runden. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.